Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Niemals! Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Niemals! Noch irgendwelche Fragen? Niemals! Noch irgendwelche Fragen? Niemals! Noch irgendwelche Fragen? Niemals! Noch irgendwelche Fragen? Niemals! Aber Himmel! Holla! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein! Ja, sagen Sie! Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich... Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Nein! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Kapitulieren! Niemals! Ach, Unsinn! Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, mein Mädchen Kaukabago, mein Mädchen Kaukabago. Niemals! Ich hab das einmal mitgemacht, das reicht! Verrat! Na, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Niemals! Niemals! Nein! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich will sofort zum Bericht! Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Mein Führer, Ruf von der Berlin wird eingeschaltet. Ruf von der Berlin wird eingeschaltet. Ja, vielleicht schon dort! Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Himmler! Mein Führer! Unter euch ausgerechnet, Himmler! Hey, gute Stube! Ich will sofort zum Bericht! Что такое? Что, уже? Пусть господа немного подождут. Товарищ со мной. Сам Васильевич, одевайте. Мои генералы еще на фронте, вы должны заменить мне мой штаб. Видите себе так, как будто вы мой штаб. Все должно выглядеть совершенно правильно, выполнятельно. Пусть, товарищ, одевайтесь. Простите! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon